Hallo liebe Zuschauer von 3MTV, hier heute am Schwerdonnerstag in Mayen auf dem Marktplatz. Pünktlich um 11.11 Uhr werden wir dann gleich den Straßenkarneval eröffnen. Bei traumhaften Bedingungen, traumhaften Wetter, strahlend blauer Himmel. Es kann nicht Schöneres geben, wie jetzt um diese Uhrzeit den Straßenkarneval zu eröffnen. Sind denn die Kräfte denn jetzt immer noch normal oder? Also ich würde sagen ja. Obwohl jetzt die nächsten 4 Tage werden richtig hart, aber da kriegen wir schon hin. Freust du jetzt schon auf Montag? Ja. Hast du schon was vor? Ja, sicher. I-Würzchen, das ist das I-Dötzchen, der Schulanfänger. Nee, lieber Ich freue mich riesig, gleich mein Rathaus zu erstürmen. Bist du dir denn sicher, dass das klappt dieses Jahr? Mit 100%iger Sicherheit, die Frau Fischer, werden wir gleich vom Stuhl fegen. Wir haben die ganze Welt gesehen, Paris, St. Gallen und Rom. Aber irgendwie treibst du mich noch in den Wahnsinn. Entweder hörst du nicht zu oder du bist einfach störrisch. Du solltest in meiner Jung singen und nicht mehr feiern Fasenacht im Mai. Das kann ich wieder nicht gelten lassen. Auch die Aufgabe hast du nicht gelöst. Wie war die Erstürmung bis jetzt? Ja, schön, spannend und wir haben wieder einiges gesehen von unserem Prinzen. Zum Fleischer dürfte es doch ein leichtes sein, für alle Närrinnen und Narren hier Fleischwurst zu besorgen. Für jeden ein Köttelchen Fleischwurst. So richtig viele Gedanken scheinst du dir und dir nicht zu machen. Hey, 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 hey! Hey. Was ist das für ein Gefühl? Einfach affengeil. Ja, meine Damen und Herren, es ist schwer. Donnerstag, ein weiteres Highlight heute am Tage bei dem wunderschönen Wetter, ist natürlich hier der Umzug in Rütsch. Wie Sie ja wissen, ist Rütsch unser bevorzugtes Gebiet, wenn es heißt Heiterkeit, Lustigkeit und ja, was eigentlich noch, das werden wir sehen. Schauen Sie sich das mal an, das ist grandios. Menschen über Menschen. Hello. Erstmal natürlich haben wir hier Professor Cimek auf einer Safari quer durch Rötsch. Was ist gefunden worden? Eine Banane, die ich mitgebracht habe. Finde ich gut. Eine Banane. Welches Obst stellst du da? Also ich würde sagen eine Banane. Das war clever gesagt. Und wir schauen mal, ob... Kannst du dich auch hier schälen? Schälen. Nee, das habe ich zwar zu Hause geübt, aber es ist noch nicht so perfekt. Aber
So, als was bist du jetzt hier verkleidet? Ich bin als Captain Morgan verkleidet. Als was? Captain Morgan. Captain Morgan, also das ist heute. Heute bist du Captain Morgan. Ja. So, jetzt weißt du natürlich heute, also als Morgan-Captain ist natürlich Krawatten. Ihr müsst ihm doch eigentlich hier das Ding abschneiden. Nee, die soll nicht abgeschnitten werden, die hat 3 Euro gekostet. Nee, das ist wahr, der versteckt die lieber, dann schneiden wir die ab. Ich habe also meine Schwester gefunden, weil wir beide sind als Kinder getrennt worden. Ich hatte eine tiefe Stimme, sag du mal was. Meine ist auch nicht viel höher. Wir suchen den Rosenmontag, beziehungsweise den Zug aus Rülitsch. Wo ist denn der? Ah! Wir sind hier in Rülitsch und neben uns ist natürlich hier unser Mann für das Grobe. Und zwar, was sagst du jetzt hier? Ja, ich bin mit der Kiki-Tanzgruppe hier. Die haben heute den allerersten Auftritt bei diesem Zug und werden uns noch sehr viel Spaß bereiten. Mädels, stopp mal! Und das ist das Debüt. Sie gehen jetzt erstmal dieses Jahr als Cheerleader. Nächstes Jahr schauen wir mal als was. So, hier stehen jetzt die Kanoniere. Ja. Und ihr habt ja immer eine besondere Aufgabe. Und die Leute mit Getränke zu versorgen. So, die Kanoniere machen immer Spaß. Und Schweinerei. Und Schweinerei. Und Schweinerei. Das ist immer schön. So sind sie nun mal, unsere Kanoniere. Von allen karnevalistischen Hochburgen, die wir heute hatten, seid ihr hier ganz weit vorne. Ja, das stimmt. Wir haben eine klasse Stadthalle, wir haben super Vereine und ich fühle mich hier sehr, sehr wohl, muss man mal einfach sagen. Das Programm ist immer klasse, davon könnt ihr euch überzeugen. Und finde es schön, dass ihr hier nochmal die Atmosphäre mit einfangt. Ja.